Das Wattenmeer in der Nordsee. Weltnaturerbe. Der fruchtbare Boden ist für viele hier Existenzgrundlage. Auf der Insel Pellworm betreibt Familie Baxen einen Landwirtschaftsbetrieb und das schon seit dem 17. Jahrhundert. Hannes und seine Geschwister wollen später den Hof übernehmen, aber der Klimawandel macht das Wirtschaften immer schwerer. Der Klimawandel bereitet uns ja unterschiedliche Probleme. Das Wetter ändert sich halt nicht mehr so schnell. Also wenn es erstmal nass ist, dann bleibt es nass, dann längere Zeit. Wenn es trocken ist, dann haben wir eine lange Trockenphase und das kann auch dann Schaden nehmen. Familie Baxen fand, dass die Politik dem Klimawandel zu lange tatenlos zugeschaut hatte. Über Greenpeace hörten sie von der Möglichkeit, vor Gericht zu ziehen. Der 18-jährige Hannes und seine Geschwister beschlossen, die Bundesregierung zu verklagen. Losgegangen ist es mit einer Anfrage von Greenpeace, ob wir nicht Interesse hätten an der Klage gegen das Klimavorgehen der Bundesregierung. Und da hatten wir dann eine Beschwerde eine Klage am Verwaltungsgericht in Berlin. Hat sich relativ lang in die Länge gezogen und wurde dann verhandelt. Da wurden wir dann aber abgewiesen. Die Klage wurde nicht zugestimmt sozusagen. Es wurde aber gesagt, dass Klimaschutz schon einklagbar ist. Familie Baxen ging schließlich bis nach Karlsruhe vors Bundesverfassungsgericht. Strategische Prozessführung wird es genannt, wenn große Interessenverbände wie Greenpeace sich mit betroffenen Bürgern zusammentun, um ihre Rechte einzuklagen. Neben der Familie Baxen gewann die Umweltorganisation auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer für die Verfassungsbeschwerde. Sie arbeiteten eng mit der Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan zusammen. Es ist ja ein großes Bündnis von NGOs und von Juristinnen und von KlägerInnen. Rein formell ist diese Klage möglich gewesen, weil es Organisationen wie Greenpeace gab, die das mitgetragen haben und finanziert haben und sowas. Und Greenpeace war auch genau, also die Juristin, die mich vertreten hat, ist sozusagen auch die Greenpeace-Juristin gewesen. Das war eigentlich, glaube ich, eine sehr gute Zusammenarbeit, aber auch eine sehr gezielte Strategie. Kläger wie Hannes Familie haben weder das juristische Wissen noch die finanziellen Mittel, um den Weg durch die Instanzen zu gehen. Das übernehmen Lobbyverbände. Für Hannes und seine Geschwister geht es um alles. Ihre Zukunft, ihr Leben. Wir leben auf Pellworm, mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer. Da merkt man es einfach schnell. Und es ist natürlich auch gut sichtbar, so, dass die Insel an Teilen unter Meeresspiegel liegt und so. Aber letztendlich geht es eben um uns alle und es wird uns alle auch noch viel mehr betreffen. Vor allem eben, wenn wir jetzt nicht ausreichend handeln. Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer sichtbarer. Extreme Wetterlagen, die nachhaltige Zerstörungen anrichten und Hunderte von Toten fordern, waren in Deutschland bisher zwar selten, aber solche Katastrophen könnten sich häufen. Bislang versuchen junge KlimaaktivistInnen wie die von Fridays for Future mit Demos Druck auf die Politik zu erzeugen. Aber reicht das? Klar, es gibt so viele Aktivisten, so viele Riesendemos. Aber irgendwie hat die Politik eben trotzdem nicht richtig darauf reagiert. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht ist das ein anderer Weg, um noch was zu erreichen. Und deswegen haben wir geklagt. Auf ihrem Weg durch die Instanzen brauchten die Geschwister Baxen vor allem Ausdauer. 3 Jahre zog sich der Kampf vor den Gerichten hin. Erfolgsaussichten eigentlich keine. Dann war dieser Schriftwechsel und dann kamen die Stellungnahmen und dann haben unsere Anwältin darauf noch mal was erwidert. Und dann war es relativ spontan für uns oder überraschend, dass gesagt wurde, okay, am 29. April ist jetzt die Urteilsverkündung. Im beschaulichen Karlsruhe sitzt das Bundesverfassungsgericht. Seit der Gründung der Bundesrepublik das höchste Gericht in Deutschland.
und eines der mächtigsten Gerichte der Welt. Es ist Hüter des Grundgesetzes. Sind die Rechte der jungen KlimaklägerInnen verletzt, könnte es die Politik zum Handeln zwingen. Ein Gericht als Kontrollinstanz der Politik, auch eine Folge des Staatsterrors im Dritten Reich. Das Grundgesetz trägt die Handschrift des Nie wieder. Nie wieder sollten Menschen so entrechtet, so erniedrigt werden können, wie es im Dritten Reich der Fall war. Deshalb wurden viele institutionelle Vorkehrungen im Grundgesetz getroffen. Deshalb wurde ein starker Grundrechtekatalog an die Spitze der Verfassung gestellt. Und deshalb wurde auch eine Instanz geschaffen, das Bundesverfassungsgericht, die unabhängig in letzter Instanz sicherstellen soll, dass staatliche Gewalt Grundrechte der Menschen nicht verletzen kann. Deutschland 1945. Das Land liegt in Schutt und Asche. Politik und Justiz hatten versagt, sich am Mord von Millionen Menschen mitschuldig gemacht. In der neuen Verfassung wurden daher durch den Parlamentarischen Rat in Bonn einklagbare Grundrechte für alle ganz an den Anfang geschrieben und ein Gericht geschaffen, das über sie wacht. Und es gab noch eine Neuerung. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich direkt an das Bundesverfassungsgericht wenden. Das Gericht als Hüter des Grundgesetzes garantiert insbesondere die Grundrechte aller Menschen in Deutschland. Wenn es einen Verstoß gegen diese feststellt, kann es alles staatliche Handeln wie Gesetze, Urteile und Verwaltungsakte für nichtig erklären. Diese Entscheidungen sind unanfechtbar. Bundeskanzler Konrad Adenauer empfängt die erste Richtergeneration im Kanzleramt in Bonn. Damals waren es noch 24 Richter. Beim Geschlechterverhältnis gab es noch viel Luft nach oben. 23 Männer und eine Frau. Manche waren aus dem Exil zurückgekehrt, wie Vizepräsident Katz, der als Jude vor den Nazis ins Ausland geflohen war. Der erste Präsident, Hübke Aschoff, dagegen arbeitete als Jurist im besetzten Polen für das NS-Regime. Fernab von der Hauptstadt nahm das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine Arbeit auf. Auf dem Papier waren seine Kompetenzen groß. Aber wie würde es die knapp formulierten Grundrechte interpretieren? Wäre es bereit, sich mit der Regierung anzulegen? Doch bereits in seinen frühen Urteilen machte das Gericht deutlich, welchen Stellenwert Grundgesetz und Grundrechte in der jungen Bundesrepublik nun haben. Unter anderem wurde die Gleichberechtigung der Frau und die Pressefreiheit gestärkt. Das neue Selbstbewusstsein des Gerichts blieb von der Politik nicht unbemerkt. Der Journalist und Jurist Thomas Darnstädt ist Autor eines Buches über die Geschichte des Gerichts. Die Politik, insbesondere die von Konrad Adenauer geprägte Politik der 50er Jahre, war ja von einem anderen Bild des Bundesverfassungsgerichts ausgegangen. Die hatten sich da eine Instanz vorgestellt, die die Politik beglaubigt. Dass das Ganze eine Kontrollinstanz werden würde, war so nicht vorgesehen. Und insofern dieser berühmte Adenauer-Satz, das haben wir uns so nicht vorgestellt, der hatte schon seine Berechtigung und Bedeutung. Von Anfang an bot das Gericht der Politik die Stirn. Sei es bei der Wiederbewaffnung Deutschlands oder bei der Frage eines Staatsfernsehens, das 1961 vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt wurde. Das Kabinett war sich darin einig, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts falsch ist, meine Damen und Herren. Meine Herren, Sie können doch wirklich nicht erwarten, dass ich hier mich hinstelle und sage, das ist ein gutes Urteil. Mit der neuen mächtigen Institution leben musste Adenauer dennoch. Die Politik hat sich dem, das kann man auch als kleines Wunder bezeichnen, gefügt. Weil sich eben alsbald herausstellte, dieses Gericht wurde immer populärer. Und die Politik hätte einfach ein hässliches Bild abgegeben, wenn sie sich gegen diese Lichtgestalten, die sich da selbst ermächtigt hatten als Beschützer des Volkes und der Freiheit, gegen diese Lichtgestalten irgendwie aufgelehnt hätte. Im besonderen Licht präsentiert sich das Gericht heute gerne, hier in einem Imagefilm zum 70. Jubiläum. Nicht ohne Grund.
keiner anderen Institution wird so großes Vertrauen entgegengebracht. Das Gericht kennt jeder, die Personen dahinter kaum jemand. Die 16 Richterinnen und Richter, mittlerweile mehr Frauen als Männer, werden von den Parteien vorgeschlagen. Sie müssen mit einer Zweidrittelmehrheit vom Parlament gewählt werden. Hat die politische Nominierung Auswirkungen auf die Rechtsprechung? Wir sind ja alles politisch denkende Menschen. Wir sind ja auch aus irgendeinem Grund aufgefallen und von Parteien vorgeschlagen worden, um hier zu arbeiten. Wir alle müssen uns dann ein Stück weit zurücklehnen und wissend und erfahren, aber mit Distanz und Abgewogenheit auf die politischen Prozesse schauen. Das ist nicht so, dass es sozusagen ein SPD- und ein CDU-Lager gibt und die stimmen dann immer gleich ab. Also diese Art von Vorstellung ist tatsächlich völlig, völlig abwegig. Es ist natürlich schon so, dass hinter einer Neigung zu einer bestimmten politischen Partei oft ein Lebensentwurf steht, eine bestimmte ethische Grundeinstellung. Das kann einen hier oder da hinziehen in der Politik. Das ist eben unterschiedlich. Derzeit sind 7 Richterinnen und Richter von der CDU, 6 von der SPD, 2 von den Grünen und einer von der FDP. Die Gewählten kommen aus der Richterschaft von Universitäten oder der Politik. Oft gibt es deshalb Streit. Zuletzt 2018, als der CDU-Abgeordnete Stefan Harbart zum Verfassungsrichter gewählt wurde. Ein Kritiker dieses Verfahrens ist der Journalist und Jurist Heribert Prantl. Letztendlich basiert das Verfahren auf einem Agreement der Parteien, das so lautet: Wir haben den Richter, den wir benennen, ihr benennt euren und die dritte Partei benennt auch einen. Man hat sozusagen das Feld aufgeteilt und normalerweise stimmt ihr unserem zu, wir stimmen eurem zu. Ich denke, das ist ein Prozedere, das der Wichtigkeit der Angelegenheit nicht gerecht wird. Es soll keine Richter geben, die auf einem bestimmten Ticket laufen. Da eine Zweidrittelmehrheit zur Wahl benötigt wird, müssen die Nominierten auf breite Akzeptanz bei den Abgeordneten stoßen. So kommen bisher nicht alle Parteien zum Zuge, wie zum Beispiel die Linke oder die AfD. Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert verteidigt die Nominierung durch die Parteien. Der Vorwurf der parteipolitischen Einflussnahme auf die Bestellung von Verfassungsrichtern ist sicher grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht wirklich stichhaltig. Denn irgendwoher muss ja die Bestellung erfolgen. Und dass sie dann nicht in der Deutschen Bischofskonferenz oder durch den ADAC erfolgt, sondern durch den Deutschen Bundestag, finde ich schon irgendwo schlüssig. Viele Jahrzehnte entsandten fast ausschließlich CDU und SPD ihre Nominierten ans Gericht. Wie sich das Gericht zu den oft wegweisenden Grundsatzurteilen durchringt, kommt selten an die Öffentlichkeit. Denn die Akten zu den Verfahren liegen unter Verschluss im Bundesarchiv in Koblenz. Erst nach 60 Jahren dürfen sie herausgegeben werden. Wenn es nach dem Gericht ginge, würden sie für immer unter Verschluss bleiben. So sehr das Gericht bei öffentlichen Urteilsbegründungen um Transparenz bemüht ist, so sehr will es interne Beratungen geheim halten, zum Schutz der Richterschaft. Deshalb sind die Akten der Anfangsjahre erst jetzt freigegeben. Thomas Darnstedt sah sie sich an, insbesondere zu dem Urteil zum § 175, der männliche Homosexualität unter Strafe stellte. Laut Akten wurde es 1957 einmütig gefällt. Dieses Urteil ist wirklich ein Tiefpunkt. Die Begründung ist aberwitzig. Schon die Begehungsformen der männlichen Homosexualität sind abstoßender und verletzen das sittliche Gefühl stärker als die entsprechenden Handlungen bei der Frau. Dazu tritt das stärker aggressive Verhalten des Mannes mit der Gefahr der Verbreitung der Homosexualität. Dieses Urteil widerspricht allem, was das Gericht vorher in der Anwendung dieses Artikel 2, jeder kann tun und lassen, was er will, kann auch ins Bett gehen, mit wem er will, solange derjenige erwachsen ist, wie sie begründet haben, dass das
mit 175 mit der Bestrafbarkeit der Homosexualität vereinbar ist. Das ist aberwitzig. Das ist ein Urteil, das aus heutiger Sicht so nicht mehr gefällt werden würde. Das aus damaliger Sicht aber eben doch Mehrheitsmeinung war, wo man gesagt hat, ja, wir können das Grundgesetz so auslegen. Rechtsprechung ist Rechtsprechung in der Zeit. Und in den 50er Jahren, wie auch als das Grundgesetz geschrieben wurde, hat trotz der erschreckenden Verfolgung und Ermordung von schwulen Männern im Nationalsozialismus keiner ausdrücklich dran gedacht, Schwule und Lesben dann auch im Grundgesetz zu schützen. Bis heute ja nicht explizit. Eine Zeit, in der homosexuelle Männer sich verstecken mussten, in ständiger Angst verurteilt zu werden. Von Richtern, die das Grundgesetz nach den Moralvorstellungen ihrer Zeit auslegten. Es war eine Zeit, in der die Schwulen tatsächlich bei den allermeisten Deutschen als Abschaum galten. Das war so. Und insofern, es wäre natürlich die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts gewesen, hier mutig aufzutreten und zu sagen, Leute, unter dem Grundgesetz ist jeder frei und das geht so nicht. Sie hatten nicht den Mut und ich glaube auch, sie waren selber diesem Zeitgeist doch stark verhaftet und hatten auch nicht die Lust, diesen Mut zu haben. Viele Schwule mussten mit Trauma und Stigmatisierung jahrzehntelang leben. Einer von ihnen ist Klaus Schirdewan, der heute mit seinem Mann in Mannheim lebt. Geboren 1946 hat er Diskriminierung, Angst und Ausgrenzung lange selbst erleben müssen. Damals hat man ja noch keine eigene Wohnung gehabt. Da musste man sich irgendwo treffen. Und es war kalt, es war Dezember. Und da geht man halt auf eine öffentliche Toilette. Und da hat uns jemand gesehen. Es ist noch gar nichts passiert und da hat schon die Polizei vor der Tür gestanden und hat uns rausgeholt. Und dann ging noch einmal der ganze Prozess los mit Fotografieren, Fingerabdrücken. Und da kommt man sich dann vor wie ein Schwerverbrecher. Der Mann, mit dem Klaus Schirdewan gesehen wurde, kam für ein Jahr ins Gefängnis. Er selbst war erst 17 und entschied sich für eine Umerziehungsmaßnahme. Und so ging ich dann 2 Jahre lang zu einem Therapeuten zum Normalwerden. Das hat dann so weit geführt, dass ich selber geglaubt habe, dass das jeder Mann mitmacht, dass das eine Phase ist, die jeder junge Mann mehr oder weniger erlebt. Und wenn die richtige Frau kommt, dann ist alles gut. Wenig später heiratete Klaus Schirdewan. Er redete sich ein, dass jetzt alles anders würde. Doch dann verliebte er sich, gerade als seine Frau schwanger geworden war. Hier ist die große Liebe. Da hat es eingeschlagen, genau zu dem Zeitpunkt, da die Tochter auf die Welt gekommen ist. Ich wollte den anderen aber dadurch nicht kaputt machen, aber es ist passiert. Und eine Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, dann mitkriegen muss, dass ihr Mann jemand anders liebt, ist für eine Frau nicht leicht. Das Erste und Wichtigste, was man daraus lernen kann, ist Demut. Also wir sind hier nur Menschen und wir müssen uns anstrengen und wir können auch Fehler machen. Fehler eines Verfassungsgerichts können manchmal über Leben und Tod entscheiden. Wie bei Helmut Feldmann. Der 75 Jahre alte Rentner leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Er will selbst entscheiden, wann und wie er stirbt. Ich wusste, dass meine Schwester diese Diagnose auch hatte. Und sie ist dann auch mit 70 Jahren elendig verstorben. Und dann habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht. So wollte ich nicht sterben. Ich habe es gesehen, 2 Jahre hat sie im Bett gelegen. Und konnte letztendlich auch nicht mehr sprechen, weil das Luftvolumen zu gering war. Und dann bin ich vor 10 Jahren in die Deutsche Sterbehilfe eingetreten.
Helmut Feldmanns Tochter hilft ihm im Alltag. Der Rentner lebt trotz seiner Beschwerden gern und kämpft um seine Gesundheit. Regelmäßig geht er zur Kontrolle zum Lungenarzt. So, Herr Feldmann, können Sie sich noch an alles erinnern? Ich weiß nicht. Ich sage Ihnen alles an, wie wir es handhaben, so wie wir es immer gemacht haben. Ja? Ich hab das jetzt schon oft gemacht. Okay. So, dann bitte einmal ans Mundstück gehen und ein und aus und ein und aus. So, und dann haben Sie es geschafft für heute. Das tue ich dann mal weg. Als Mitglied der Deutschen Sterbehilfe bekäme Herr Feldmann, sobald er es wünscht, nach eingehender Beratung ein Mittel zur Selbsttötung. Helmut Feldmann möchte nicht qualvoll sterben. Einziger Ausweg für ihn, ein selbstbestimmter, assistierter Tod. Anders als bei seiner Schwester. Doch gegen die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid gab es vehementen Widerstand im Bundestag. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort zunächst dem Kollegen Michael Brandt. Heute ist der Gesetzgeber aufgerufen, den Missbrauch zu stoppen. Auch deshalb, weil es nicht vor allem nur um Kusch und Co. geht. Es geht im Kern um eine Verschiebung einer wichtigen Achse unserer Gesellschaft. Es geht auch um den Schutz von Menschen vor gefährlichem Druck durch gefährliche geschäftsmäßige Angebote zur Suizidbeihilfe. Die Debatte war emotional. Lager bildeten sich über Parteigrenzen hinweg. Die Gegner der Suizidbeihilfe setzten sich in der Abstimmung durch. Ab 2015 verbot der neue Paragraph 217 Strafgesetzbuch geschäftsmäßige Sterbehilfe. Am 11. Dezember habe ich dann sofort als erster Kläger das Bundesverfassungsgericht angeschrieben mit einem DIN A4-seitigen Bericht, Beschwerdebericht, habe viele Argumente dort eingebracht, die auch im Grundgesetz verankert sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen bedeutet für mich ja auch, und das habe ich auch so formuliert, bedeutet ja auch, wenn Menschen schwer krank sind und leiden und eine Heilung nicht mehr möglich ist und die möchten sterben, dass das auch menschenwürdig ist. Zusammen mit der Deutschen Sterbehilfe als strategischem Partner, ähnlich wie bei den Baxens und der Klimaklage, reichte Helmut Feldmann mit drei anderen Betroffenen Verfassungsbeschwerde ein. Wie intensiv die internen Diskussionen waren, lassen 4 Jahre Beratungszeit vermuten. So lange dauerte es, bis sich ein Grundsatzurteil in Sachen Sterbehilfe andeutete. Das, was ich vermisse und auch immer vermissen werde, das sind die Beratungen. Es gibt nichts Vergleichbares. Die Diskussionen sind durchaus auch kontrovers. Wir sind ein diskursfreudiges Gericht und das ist auch sehr schön. Aber wir verständigen uns regelmäßig in den meisten Fällen nach einem längeren Prozess der Debatte auf ein bestimmtes Ergebnis. Diese völlige Abgeschlossenheit, damit auch diese klösterliche Ruhe, die Sie in einem solchen Moment spüren, dass die eben dazu beiträgt, dass man sehr konzentriert, sehr offen und sehr ungeschützt miteinander spricht. Richterinnen und Richter brauchen einen geschützten Raum, in dem sie ganz bei sich sein können und nicht für Dinge auch zur Rechenschaft gezogen werden, die vielleicht einfach nur einen Umweg darstellen auf dem Weg zu einem Ergebnis. Wie viele Umwege das Gericht beim Urteil zur Sterbehilfe gemacht hat, ist nicht bekannt. In der Wartezeit starben 2 der Mitkläger Helmut Feldmanns. Das war eine psychisch große Belastung. Also ich war manchmal mental am Ende. Ich wollte auch schon aufgeben. Das war auch eine Tatsache, wo meine Tochter dann gesagt hat, Vati, jetzt hast du das so weit gemacht und bring es zu Ende. Das Bundesverfassungsgericht. Im Februar 2020 verkündet das Gericht endlich seine Entscheidung. Paragraph 217 ist verfassungswidrig.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf fremd definierte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt. Es besteht in jeder Phase menschlicher Existenz. Ich fand das Urteil im Ergebnis richtig. In der Begründung fand ich das Suizidurteil unzulänglich. Ich glaube nicht, dass es sein kann, dass bei jeglichem Wunsch zu sterben der Sterbehelfer jetzt gerufen werden soll. Das ist eine Frage, also sozusagen der verfassungsrechtlichen Dogmatik. Wenn Sie davon ausgehen, dass es zur Autonomie des Menschen gehört, aus dem Leben zu scheiden, dann gehört es auch zu seiner Autonomie, die Gründe dafür zu bestimmen. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Gesetz kassiert, das das Parlament nach langen Diskussionen beschlossen hatte. Wie viel Macht sollte ein Gericht haben? Was das Urteil zur Sterbehilfe angeht, zögere ich keinen Augenblick, dem Verfassungsgericht zu bestätigen, dass die von ihm am Ende bezogene Position sehr gut vertretbar ist. Mir leuchtet allerdings nicht ein, warum sie der Position überlegen sein soll, die der Gesetzgeber nicht in einem Hauruck-Verfahren, sondern nach monatelanger sorgfältiger Abwägung verschiedener denkbarer Gestaltungsalternativen, nach einem Beratungsprozess quer durch alle Fraktionen und Parteien und mit überparteilichen Mehrheiten am Ende für sich getroffen hat. Helmut Feldmann geht das Urteil zu weit. Er wünscht sich ein Sterberecht nur für kranke Menschen. Aber seit dem Urteil kann er zumindest Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Angebote gibt es immer mehr, denn der Gesetzgeber hat die Sterbehilfe bislang nicht neu geregelt. Ich möchte ja noch ein paar Jahre leben, wenn es geht. Aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, rufe ich bei der Deutschen Sterbehilfe an. Die schickt mir einen Arzt und einen Begleiter. Der Arzt legt mir die Kanüle, hängt den Tropf an und dann verlassen die Wohnung und das Haus. Und meine Tochter hat darauf bestanden, dass sie neben mir sitzt. Es wird hier auf der Couch passieren. Sie neben mir sitzt, meine Hand hält. Wir uns verabschieden und ich dann den Knopf drücke, langsam einschlafe und nicht mehr aufwache. Genau das ist es, was ich möchte. Also es gibt Entscheidungen, die so auf den Tisch eines Verfassungsrichters oder einer Verfassungsrichterin kommen, die schon an Grundlagen noch mal anders rühren als eine Auseinandersetzung um unterschiedlich tarierte Freiheiten. Und das sind so ein Stück weit schon diese bioethischen Fragen und die moralisch-ethischen Grundfragen, wo es um Leben und Tod geht, wo es um ganz, ganz schwierige sicherheitspolitische Entscheidungen geht, wie im Luftsicherheitsgesetz, um die Entführung von Hans-Martin Schleyer. Aber da sind wir eben die Instanz, die sagen muss, was ist gemeint gewesen, wenn im Grundgesetz steht Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit für alle. Und das darf nie, nie und nie, aus gar keinem Grund, nicht zur Terrorismusbekämpfung und nicht aus irgendwelchen religiös-moralischen Überzeugungen, aus gar keinem Grund je relativiert werden. Was bedeutet das dann konkret? Im sogenannten Deutschen Herbst 1977 entführte die linksextreme Rote Armee-Fraktion Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Wochenlang war Schleyer in der Hand der Entführer. Das Kommando wollte im Austausch gegen das Leben Schleyers RAF-Gefangene freipressen. Die Bundesregierung weigerte sich. Schließlich versuchte der Sohn Schleyers mit einem Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht das Leben des Vaters zu retten. Vor Ort Justizminister Hans-Jochen Vogel. Innerhalb weniger Stunden musste das Bundesverfassungsgericht ein Urteil finden. Sitzung ist eröffnet. Es geht um das Verfahren des Herrn Dr. Hans-Martin Schleyer gegen ihn. Ich habe diese Verfassungsklage auf die Überlegung gestützt, dass nach unserer Verfassung der Staat vorrangig um das Leben seiner Bürger besorgt sein muss.
Das heißt in diesem ganz konkreten Fall, dass der Staat alles Menschenmögliche tun musste, um das Leben meines Vaters, das konkret gefährdet gewesen ist, zu schützen. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt. Bitte Platz zu nehmen. Kurze Zeit später wurde Hans-Martin Schleyer ermordet. Das war, glaube ich, Bundespräsident Scheel bei der Beerdigung gesagt hat. Es war eine Situation, in der sich der Staat immer schuldig gemacht hat. Ganz gleich, wie er entschied. In einer solchen Situation kann auch das Verfassungsgericht nicht mehr weiterhelfen. Fast 30 Jahre später verabschiedete der Bundestag unter dem Eindruck der Attentate vom 11. September das Luftsicherheitsgesetz. Es erlaubte den Streitkräften als letzte Möglichkeit, ein entführtes Flugzeug abzuschießen, um so Menschenleben am Boden zu retten. Aber darf man Unschuldige töten, um andere zu retten? Auch in diesem Fall stellte sich das Bundesverfassungsgericht gegen die Regierung. Der Staat behandelt Passagiere und Besatzung als Objekte, wenn er deren Tötung als Mittel zur Rettung anderer Menschen benutzt. Da geht es um den Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Obersatz. Ich wäre vom Glauben abgefallen, wenn das Verfassungsgericht den Abschuss eines Verkehrsflugzeugs auch als Ultima Ratio, wie immer gesagt wurde, erlaubt hätte. In der Corona-Pandemie stellten sich wieder Fragen um Leben und Tod. Der Begriff Triage erfüllte viele mit Schrecken. Wer wird behandelt und gerettet, wer nicht? 2020 drohten Engpässe bei der Versorgung in Kliniken, wenn Atemgeräte knapp wurden. Da Gesetze fehlen, wurde nur nach medizinischen Kriterien, nach Überlebenschancen entschieden. Nancy Poser, Amtsrichterin in Trier, sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl. Also in der Pandemie war natürlich zuerst mal eine große Angst da, weil natürlich keiner wusste, was dieses Virus macht. Mir wurde relativ schnell von Ärzten gesagt, dass ich wahrscheinlich eine Covid-Infektion nicht überleben würde. Einfach, weil ich eine sehr eingeschränkte Atemmuskulatur habe. Was aber ja von Anfang an das Problem war bei meiner Erkrankung, man kann sich nicht vollständig isolieren, wenn man auf Hilfe angewiesen ist. Das heißt, ich habe aber eben 10 Personen im wechselnden Betrieb hier, die auf nächste Nähe an mich ran müssen. Soll ich eine neue nehmen? Ja, die 12er. Nancy Poser ist körperlich so stark eingeschränkt, dass sie völlig auf Hilfe angewiesen ist. Sie befürchtet, dass sie nach den Empfehlungen der deutschen Intensivmediziner im Zweifelsfall nicht an das überlebensnotwendige Atemgerät angeschlossen werden würde. Ebenso wie andere Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen. In Deutschland gibt es dazu keine gesetzlichen Regelungen. Das Schicksal der Patienten, die ins Krankenhaus kommen, hängt von der Einschätzung der behandelnden Ärzte ab. Medizinisch gesehen kann man natürlich sagen, derjenige, der vielleicht eine gewisse Vorerkrankung mitbringt, vielleicht statistisch gesehen hat er vielleicht eine schlechtere Chance. In dem Fall vielleicht nur 30% statt 60% von dem Nachbarn im Nebenbett. Das mag durchaus ja sein. Nur die Schlussfolgerung ist halt die falsche. Und die kann halt keine rein medizinische sein. Denn das wäre auch, wenn ich so über Menschenleben urteilen dürfte, dann hätte das Bundesverfassungsgericht auch nicht entscheiden dürfen, dass man das entführte Flugzeug nicht opfern darf, um Leute am Boden zu retten. Nancy Poser hält diese ungeklärte Situation, die in der Pandemie deutlich wurde, für unerträglich. Sie hat daher zusammen mit anderen im Sommer 2020 das Bundesverfassungsgericht angerufen. Das Verfassungsgericht sollte den Gesetzgeber zwingen, ein Gesetz zu erlassen, das das Triageverfahren diskriminierungsfrei regelt. Wenn es zur Triage kommt, sollten alle PatientInnen und ÄrztInnen juristische Sicherheit haben. Nancy Poser errang einen Teilerfolg. Das Gericht ließ die Beschwerden zum Hauptverfahren zu, sah allerdings keine Eilbedürftigkeit.
Die Gefahr einer Triage sei nach dem Abklingen der ersten Corona-Welle nicht mehr gegeben. Wir haben natürlich ein bisschen Befürchtung, dass irgendwann die Pandemie zu Ende geht und das Gericht dann sagt, da brauchen wir nicht mehr darüber entscheiden. Und das ist uns ganz wichtig, dass darüber trotzdem entschieden wird, weil es einfach eine grundlegende Frage ist über den Umgang mit Menschen mit Behinderung und über das, was in Deutschland sein darf und das, was in Deutschland nicht sein darf. Über 5000 Beschwerden gingen 2020 vor Gericht ein. Nancy Poser wartet noch auf ein Urteil. Zum Klimaschutzgesetz hat das Gericht aber in erstaunlich kurzer Zeit beraten. Ist Klimaschutz einklagbar? Und was bedeutet das für zukünftige Generationen? Auch dieses Urteil ein Paukenschlag. Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist in Teilen verfassungswidrig. Wir sind die Generation, die das schaffen kann. Ich bin praktisch auf dem Bett gefallen mit der Botschaft auf meinem Telefon: Luisa, wir haben hier gewonnen. Und ich so, what? Und auf einmal war irgendwie der ganze Straße und irgendwelche Filmteams und irgendwie Amerika hat angerufen, Großbritannien und Südkorea und alle wollten irgendwie darüber sprechen. Und es war eine, also wirklich, es war ein richtiges Beben da. Ich habe den ganzen Tag nur so gejuchzt. Auch auf Pellworm bei den Baxens ist die Freude riesig. Die wichtigste Kernaussage ist für mich eben diese Generationengerechtigkeit. Also, dass das Gericht gesagt hat, es geht nicht, dass die Politik oder die Generation jetzt so lebt, wie sie lustig ist und sozusagen alles verbraucht bis 2030 und dann sagt, oh ja, aber dann müsst ihr eben gucken, was ihr macht. Sondern dass eben gesagt wurde, nee Leute, ihr müsst auch jetzt für die zukünftigen Generationen handeln. So. Weil sonst eben unsere Freiheitsrechte massiv eingeschränkt werden. Ein Recht auf Zukunft gibt es juristisch gesprochen als allgemeine Gewährleistung nicht. Was aber im Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts geschehen ist, ist, dass eine Zukunftsdimension der Grundrechte aktiviert wurde. Wie wir heute mit den verbleibenden Möglichkeiten, CO2 zu emittieren, umgehen, hat Auswirkungen darauf, welche Freiheit künftigen Generationen, aber auch den heute lebenden Menschen in der Zukunft bleibt. Klimaschutz ist nunmehr einklagbar. Und das Restbudget an CO2-Emissionen muss zeitlich umverteilt werden. Beim Klimaurteil ist es mir persönlich ähnlich gegangen wie wahrscheinlich vielen anderen auch. Ich habe das Urteil spontan für hochsympathisch gehalten. Für das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts lässt sich wie für manche andere Entscheidungen zeigen, dass das Bundesverfassungsgericht in das Grundgesetz ein Kriterium hineinliest, das sich im Grundgesetz gar nicht findet. Es schreibt insofern schöpferisch das Grundgesetz fort, für die Formulierung des Grundgesetzes ist aber nicht das Verfassungsgericht zuständig, sondern Bundestag und Bundesrat. Das Gericht mache hier Politik, kritisiert Norbert Lammert. Ein seit 70 Jahren andauernder Streit zwischen Bundestag und Bundesverfassungsgericht. Natürlich ist es die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts und seine herausgehobene Funktion in unserem Verfassungsgefüge, darauf zu achten, dass niemand und keine Institution die von der Verfassung gesetzten Grenzen überschreitet. Dabei sollte sich auch das Gericht immer wieder vergewissern, ob es die ihm selbst gesetzten Grenzen seinerseits so einhält, wie es dies von anderen Institutionen verlangt. Der Vorwurf, das Gericht würde sich zu weit rauswagen, der liegt immer in der Luft. Und mit dem müssen Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter immer rechnen. Rechtsprechung ist keine Mathematik und Rechtsprechung funktioniert immer vor dem gesellschaftlichen Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass wir sozusagen ein politischer Akteur sind, der sich an die Spitze politischer Bewegung setzt. Auch nicht im Klimaschutzurteil, wie ich betonen möchte. In Frankreich war eine solche Machtfülle eines Gerichts gegenüber dem Parlament lange undenkbar. Man befürchtete eine Herrschaft der Richter, die der Herrschaft des Volkes widersprechen könnte, also dem Parlament. Der Conseil constitutionnel, der Verfassungsrat, wurde erst 1958 gegründet.
Anfänglich wurden dort ehemalige Präsidenten und altgediente Politiker mit Posten versorgt. Juristen mussten sie nicht sein. Kompetenzen hatte der Conseil kaum. Auch konnten ihn die BürgerInnen nicht anrufen. Es war General de Gaulle, der 1958 den Verfassungsrat ins Leben gerufen hat. Er hatte seinerzeit eine völlig andere Funktion als heute. Ursprünglich war er sowas wie der Wachhund der Exekutive. Charles de Gaulle misstraute dem Parlament, auch wenn die Mehrheit des Parlaments auf seiner Seite war. Im Falle eines anfechtbaren Gesetzes wollte er, dass der damalige Rat, bestehend aus seinen Freunden, sagen konnte, also nein, so geht das nicht. Präsident Charles de Gaulle hatte sich seine Verfassung auf den Leib schneidern und durch Volksabstimmung bestätigen lassen. Sie regelte fast ausschließlich das Verhältnis der Staatsorgane zueinander. Der Verfassungsrat diente zur Sicherung der Macht. Aber im Lauf der Jahre ist es dem Conseil zunehmend gelungen, sich aus der Umklammerung durch die Politik zu befreien. Zunächst machte er sich zum Grundrechtegericht, indem er die Menschenrechtserklärung von 1789 als Teil der Verfassung ansah. Mit Grundrechten, für die der Conseil zuständig ist. Sein wichtigstes Ziel, wie das Bundesverfassungsgericht zum Bürgergericht zu werden. Das gelang mit der Einführung eines neuen Verfahrens. Und dann gab es 2008 eine große Veränderung mit der sogenannten vorrangigen Frage der Verfassungsmäßigkeit. Und nach kam die Idee auf, dass der Bürger sich an uns wenden können müsste. Die neue Möglichkeit, sich an das Gericht zu wenden, kam gut an. Aus allen Teilen Frankreichs kamen immer mehr Menschen mit Grundrechtsfragen zum Conseil. So auch Cédric Hérault, Landwirt an der französisch-italienischen Grenze bei Nizza. Seine Geschichte begann mit der Ankunft von zahlreichen Geflüchteten im Sommer 2015 im Grenzgebiet. Ich bin damals nachts an Leuten vorbeigefahren auf einer kurvenreichen Straße, wo viele Unfälle passieren. Die ganze Gegend hier ist sehr abschüssig, die Straßen sind gefährlich. Und der Tag, an dem es bei mir Klick gemacht hat, das war, als ich das erste Mal das Lenkrad rumriss, um einer Familie am Straßenrand auszuweichen. Ich glaube, es war dieses Lenkmanöver, das mir die Augen geöffnet hat. Und ich sagte mir, es ist doch völlig egal, ob es Flüchtlinge sind. Auf keinen Fall kann ich eine Familie mit einem Kind mitten in der Nacht am Straßenrand stehen lassen. Also nehme ich sie mit zu mir. Es blieb nicht bei einer Familie. Über Monate hinweg nahmen Hérault und seine Freunde Hunderte von Geflüchteten auf. Sie holten sie von der Straße, boten ihnen wenigstens einen Schlafplatz. Das rief schnell die Behörden auf den Plan. Sie beschuldigten Hérault, Menschen nach Frankreich zu schmuggeln. Eine Serie von Prozessen begann. Grundlage der Anklage war das sogenannte Vergehen aus Solidarität. Menschen ohne Papiere bestimmte Hilfe zu leisten, war verboten. Flüchtlingsorganisationen fühlten sich an die Gesetze des faschistischen Vichy-Regimes erinnert, das damals Hilfe für Verfolgte unter Strafe stellte. War das mit der Verfassung vereinbar? Die Frage, die wir dem Verfassungsrat gestellt haben, lautete, widerspricht das sogenannte Solidaritätsvergehen nicht unserem Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Seit dem ersten Prozess habe ich mir gesagt, das kann doch nicht sein. Ich werde wegen Solidarität angeklagt in einem Gericht, wo über dem Haupteingang steht Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist doch verrückt, oder? Ganz Frankreich verfolgte den Fall. Hérault wurde schließlich freigesprochen. Der Verfassungsrat hatte geurteilt, Brüderlichkeit bedeutet, Menschen ohne Papiere helfen zu dürfen. Noch heute nimmt Hérault Menschen bei sich auf, die auf der Flucht sind oder ohne Obdach. Die Losung der Französischen Revolution hat für ihn eine ganz praktische Bedeutung.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist eine ziemlich gute Losung. Gut gewählt, um gemeinsam zu leben. Sie ist gut für die Menschen, das muss man publik machen. Man muss diese älteren Herrschaften vom Verfassungsrat aufrütteln und ihnen zurufen, hey, wacht endlich auf. Und ihnen sagen, ja, es gibt auch Leute, die unsere Losung leben, die die Verfassung leben, die das Recht auch leben. Für diese Leute ist die Verfassung keine verstaubte Akte in einem Schrank. Nein. Et dans un bâtiment silencieux, mort, non. Allerdings gibt es für die Brüderlichkeit eine Grenze. Geflüchtete ins Land zu schmuggeln, bleibt nach dem Urteil des Verfassungsrats weiter verboten. Notre décision est de dire. Wir haben angesichts des Prinzips der Brüderlichkeit, das wir in der Rechtsprechung anerkannt haben, entschieden, wenn Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gelten, können wir nicht jemanden bestrafen, der einem Ausländer ohne Aufenthaltstitel innerhalb Frankreichs hilft. Auf der anderen Seite ist es Sache des Staates zu sagen, dieser Mensch darf nach Frankreich einreisen, diese Person da darf es aber nicht. Und wer gegen diese Regel verstößt, muss damit rechnen, bestraft zu werden. Der Gare de l'Est in Paris. Präsident Fabius macht sich mit den anderen Mitgliedern des Verfassungsrates auf den Weg nach Karlsruhe. Die Institutionen beider Länder treffen sich regelmäßig zum Gedankenaustausch. Trotz aller unterschiedlichen Traditionen, fast jedes politische oder juristische Problem spielt auf beiden Seiten des Rheins eine Rolle. Viele Herausforderungen sind nur gemeinsam zu bewältigen. Eine davon ist die Klimakrise. Der Verfassungsrat beobachtet die Rechtsprechung der deutschen Kollegen dazu mit großem Interesse. Wer repräsentiert zukünftige Generationen? Normalerweise sollte das die Angelegenheit von Politikern sein. Gerade Politikern wird aber oft der Vorwurf gemacht, sie kümmerten sich nur um die Tagespolitik. So gibt es die Überlegung, ob sich nicht Gerichte um die zukünftigen Generationen kümmern sollten. Die Entscheidung, die in Deutschland getroffen wurde, gibt uns also die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Frankreich irgendwann auch über diese Art von Fragen entscheiden werden müssen. Im großen Sitzungssaal wird angerichtet, wo sonst die wegweisenden Urteile des Gerichts verkündet werden. Zwei Rechtstraditionen begegnen sich. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie treffen sich die Richterinnen und Richter beider Länder wieder persönlich. Der Conseil ist noch weit vom Einfluss des deutschen Verfassungsgerichts entfernt. Aber er wird wichtiger. Ob er jemals so tief ins politische Geschehen eingreifen wird wie sein deutsches Pendant? Regenbogenflaggen am Rathaus in Mannheim. Für Klaus Schirde waren ein weiter Weg seit den 50er Jahren. 1994 wurde der Paragraph 175 vollständig abgeschafft. Und erst 2017 wurden die Verurteilten entschädigt. Die Rehabilitierung von Menschen, die alleine wegen ihrer Homosexualität vor Gericht standen, die ist wirklich überfällig. Diese Urteile sind aus heutiger Sicht eklatantes Unrecht. Sie verstoßen gegen die Menschenwürde und deshalb wollen wir sie jetzt auch aufheben. Veränderung kam zunächst nicht durch das Gericht oder die Politik, sondern durch den Druck der Straße. Der Zeitgeist veränderte sich. Waren es 1979 noch wenige Tausende, die gegen die Kriminalisierung Homosexueller in Berlin auf die Straße gingen, wurden 2019 bis zu 1 Million gezählt. Es gibt mittlerweile verschiedenste Familienmodelle und die Ehe für alle. Das Bundesverfassungsgericht hat viel für Gleichberechtigung getan. Familie ist da, wo Kinder sind. Ob gleichgeschlechtliche Eltern oder alleinerziehend, ob biologisch oder sozial. Sie alle wollen gleichberechtigt sein und anerkannt werden. Das, was wir heute durch Entscheidung des Verfassungsgerichts und eine fortgeschriebene Gesetzgebung von Bundestag und Bundesrat an Familienrecht haben,
hätte die Damen und Herren des Parlamentarischen Rates Ende der 1940er Jahre doch sehr verblüfft. Für Carrie und Marie aus Berlin hinkt das aktuelle Familienrecht trotz der großen sozialen Veränderungen immer noch ihrer Lebenswirklichkeit hinterher. Wir sind verheiratet seit 2018 und unseren gemeinsamen Familienwunsch haben wir uns überlegt, möchten wir ihn umsetzen über eine Samenspende, eine offizielle Samenspende. Und relativ schnell war eigentlich auch klar, dass ich die Kinder austrage. Ich hatte einen großen Wunsch auch danach und Carrie war so ein bisschen, ja. Ich war offen, aber jetzt nicht so drängend. Genau. Und genau, das war der kurze Weg zu unserer Familienplanung. Wo ist der Ball? Marie bekam die Zwillinge. Doch Carrie wird nicht als zweite Mutter anerkannt. Eingetragen wird bei Samenspende nur die biologische Mutter und, wenn vorhanden, der Ehemann, nicht die Ehefrau. Carrie müsste ihre eigenen Kinder adoptieren. Ein langwieriger, für sie diskriminierender Prozess. Unterstützt vom Bündnis No Adoption klagen sie auf Eintragung Carries als Elternteil, auch ohne Adoption. Dann passierte etwas Unerwartetes. Das Kammergericht legte die Sache dem Bundesverfassungsgericht vor. Eine Seltenheit. Also ich finde, das Besondere ist ja, dass sich das Kammergericht auf unsere Seite gestellt hat in Karlsruhe. Ne? Dass wir nicht Beschwerde eingelegt haben gegen das Urteil, sondern das Gericht kämpft in Karlsruhe mit auf unserer Seite. Während Carrie und Marie jetzt auf die Entscheidung in ihrem Fall warten, unterstützen sie andere Paare bei ihren Klagen. Die Stimmung ist optimistisch und kämpferisch. Ich habe die Erwartung, die feste Erwartung, dass das Verfassungsgericht, genau wie die beiden oberen Gerichte, sagt, dass das Abstammungsrecht verfassungswidrig ist und geändert werden muss, und zwar sofort. Wie steht der Präsident des Bundesverfassungsgerichts zu zivilgesellschaftlichem Engagement? Als CDU-Politiker hatte er gegen die Ehe für alle gestimmt. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit werden sich auf Dauer nur sichern lassen, wenn sie genug Menschen haben, die sich dafür engagieren. Insofern ist ein starkes Bundesverfassungsgericht wichtig. Ein starkes Bundesverfassungsgericht kann demokratischen, freiheitlichen und rechtsstaatlichen Geist der Menschen aber niemals ersetzen. Eine Gesellschaft, die mit ihrer Verfassung in der Hand versucht zu diskutieren, wie weit der Staat gehen darf, wie weit man eingeschränkt werden sollte, wie viel Rücksicht man nehmen muss, das ist eigentlich lebendige Verfassungskultur. Insofern, wenn wir das halten, wenn wir diese Lebendigkeit in der Auseinandersetzung und dem Ernstnehmen dieser paar Worte, die im Grundgesetz stehen, halten, dann sind wir irgendwie auf einem guten Weg. Eine lebendige Zivilgesellschaft, die für ihre Rechte einsteht. Starke Institutionen, die diese Rechte schützen, so kann Demokratie lebendig bleiben. In welcher Welt wir leben wollen, hängt von uns allen ab.